So, willkommen zu Horizon. Und ja, ich muss gleich direkt eine lustige Story zu erzählen. Ach, machen wir jetzt die Rache der Tochter. Oh, ich hab's schon wieder nicht aufgepasst beim letzten Mal, was ich jetzt als neue Quest ausgewählt habe. Ich würde Vorratspässe jetzt machen, ganz ehrlich. Ja, mach mal das. Ach ja, scheiße, ich erinnere mich, das wollte ich machen. Aber was ich erzählen wollte. Ich war heute Fahrradfahren und bin ja durch so einen Wald gefahren. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt stell mal vor, jetzt wären wir so bei Horizon und laufen da in der Landschaft rum. Ja. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das spannend ist. Fällt dir was davon? Ich möchte was kaufen. Natürlich. Ja. Ich möchte Getränke kaufen. Kann ich halt immer gebrauchen. Ach, der ist schon voll, oder was? Ich habe daraus gelernt. Da. Und dann kann ich ja jetzt starten. Aber wie lange noch? Die Verderbnis hat sich zu weit ausgebreitet. Ich kann nicht. Neugierde ist für Träume. Auf jeden Fall mittlerweile, also wenn ich viel Computer spiele und dann so in der echten Welt unterwegs bin, denke ich mir mal so, oh hi, ich bin jetzt in einem Computerspiel, in echt. Ich weiß, das ist gruselig. Der Witz ist, ich kann auch ohne Computer spielen, aber wenn ich am Computer bin, dann, warum nicht auch noch spielen? Und ich glaube auch, wenn ich gelebt hätte, wo es noch keine Computer gab, könnte ich mich auch super beschäftigen, wenn ich halt andere Sachen mache. Oh Mann, warum verkacke ich jetzt schon wieder? Ja, tot. Was auch immer das ist. Ist egal. Vor allen Dingen, wie dumm bin ich? Ich habe noch nicht mal geguckt, ob das überhaupt ein Langhorn ist. Ja. So, Questies. So, und jetzt machen wir es so. Wir gehen erstmal zu dem zweiten Gebiet. Vielleicht ist es ja leichter. Warum konnte ich da hinreisen, wenn ich da noch nie war? Sieht hier ehrlich gesagt einfach friedlicher aus. So, hier kann man schon mal irgendwas nehmen. So, was ist das? Ein Läufer, den brauche ich nicht anzugreifen. Ein Wildschwein. Ah, okay, da muss ich nach oben. Für zwei. Alles klar. Vielleicht die Signalpfeife erstmal hinbringen. Das ist vielleicht schon mal leichter. Ja, wahrscheinlich zu dem Typen da oben. Egal, dann habe ich schon mal was geschafft. Upsi. Oder auch nicht. So, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Bitte nicht runterfallen. Perfekt. Jetzt jagen sie mich. Wer jagt dich? Nur weil du jetzt hier hochkletterst oder was? Glaube ich halt irgendwie nicht. So. Hallo. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Was meinen die mit abwärts? Ja, okay, jetzt gehen wir wieder dahin. Dann speichern wir da auch am besten.
Guck mal, jetzt ging das Laden recht schnell. Hängt das eigentlich... Ist das jetzt eine dumme Frage? Ich entschuldige mich dafür. Vermutlich hängt die Ladezeit von einem Spiel doch auch davon ab, wie gut dein Arbeitsspeicher und so ist und dein CPU. Nee, Sägezahn brauche ich nicht, mich nicht mit anzulegen. Kein Bock. Was soll ich mit einem Sägezahn? Ist das ein Langhorn? Schwäche Feuer. Ja, okay, das könnte man hinkriegen. Ist egal. Warum kämpft er so mit mir? Muss ich weiter nach oben gehen? Ja, ich muss weiter nach oben gehen. Muss ganz weit nach oben gehen. Und wenn ich dann da oben bin, dann kann ich den irgendwie angreifen. Irgendwie hin. Ich habe nur keinen Bock, mit einem Sägezahn zu kämpfen, ganz ehrlich. So, das ist das Maschinenareal von denen. Ich gehe erstmal ganz nach oben. Hier oben. Und von da kämpfe ich dann mit denen. Ist mir dann auch egal, wie das funktioniert. Ja, die suchen dich aber nicht, wenn du hier oben bist. So, kannst du noch weiter nach oben gehen? Keine Ahnung, kannst du da hochgehen? Weiß ich nicht. Hier vielleicht lang? Ja, doch, das sollte gehen. Hier lang? Hier lang und jetzt sind doch da. Ist das nicht ein Langhorn? Ach Mann, es ist nicht nah genug dran, das ist das Problem. Ist hier nah genug dran? Jetzt ab. Kann es jetzt bitte wiederkommen? Ich brauche es noch. Hallo? Ich brauche dieses komische Langhorn, was schon halb tot ist. Nee, Sägezahn brauche ich nicht. Ich will ein Langhorn haben. Egal wie tot es jetzt ist. Mann. Warum ist es... Scheiße. Warum ist es abgehauen? Was soll das? Hier ist doch das Gebiet von denen. Was auch immer das hier ist. Das ist bestimmt Feuerzeug. Ach, ich glaube, ich bin sicher. So, abhauen, abhauen, abhauen. Aber wir wissen, es existiert noch.
Also ich will eigentlich nur das eine töten, dann können alle anderen abhauen. Und dann kann ich mit den Sachen kämpfen. So, einmal speichern bitte. Ich komme hier raus. So. Das ist jetzt tot, der Rest ist mir egal. Jetzt nehme ich das. Da fällt mir ein, ich könnte diesen einen Bogen. Noch modifizieren mit allem, was ich habe. Perfekt. Ah, das ist wieder Feuerbrennwurz. Ah. Da ist das Tote. So. Ich würde jetzt gerne einfach nur zu dem gehen. Der Rest ist mir jetzt egal. Perfekt. Und jetzt machen wir Schnellreise dahin, können speichern, haben das. Warte, speichern vergessen. Und gespeichert. So, hier. Ich lebe noch. Damit gehöre ich zu den Glücklichen. Zumindest bis mich das Glück verlässt. Mhm. Ach du Scheiße, Sonna ist im Wachturm. Es ist gar nicht da. Naja, hey, wartet. Wo muss man da hochsteigen? Wie lang? Ach du Scheiße, ja, okay, hier kann man hoch. Dim. La la la. La la la. Düp, düp, düp. Düp, düp, düp. Hier hoch. Ja, komm, klettern. Für mich verarscht. Okay, hat funktioniert. So, jetzt schwingt sie sich. Boah, das ist so anstrengend, sich da so hoch zu schwingen. Achso, ich dachte, sie macht jetzt so Ninja-mäßig. Gut, so ist natürlich leichter. Erstmal die Ich habe deine Lanzenhornlinse. Mann, ich wollte die Kiste zuerst. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja, ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Geht sofort weiter. Cool, seit wann liegen denn hier so Tränke rum? So, aktiv. Nee, bestimmt nicht zu hoch. Die Rache, neben die Rache einer Tochter könnten wir machen, was noch? Ja, wir machen die Rache einer Tochter. So. Oh, das ist ja gar nicht so weit weg. Dann seilen wir uns doch einfach mal ab. Sliden chillig hier runter. Und rennen da hinten.
hier beim Lagerfeuer werden wir speichern. Ich finde das Outfit immer noch cool, was wir haben. Es war das einzige mit Baufrei, was es gab. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir gehen einen Umweg, aber irgendwie ist das auch der richtige Weg. All das Blut. Okay, das sieht erstmal nach einem richtigen Weg aus. Die ist das, ne? Bist du Solei? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Okay. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Sie kann nicht zurückkommen. Die Stammmütter erlauben es nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du sie finden und ihr helfen würdest. Und bitte, behandle die Sache vertraulich. Werde ich. Versprochen. Die Mutigsten von uns haben sich zu... So, dann reisen wir doch erstmal dahin. Ja, gehen wir dahin und laufen dann andersrum, ist egal. Auch mal neu zu weit zu reisen und dann zurückzugehen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Warum hat das noch nicht geleuchtet? Hä, warum kann man das nicht töten? Ich glaube nicht an die Waffenruhe. Also, ich will die lernen. Was kann ich noch kaufen? So, dann ausrüsten. Waffen. Kaya Seilwerfer. Sprengschleuder. Stolperfalle. Aber ich habe doch schon mal sowas. Wir haben das zwar, aber müssen das ja jetzt nicht ausrüsten. Mein Angebot wird dich überzeugen. Versprochen. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Sieh dir mal diese Waren an. Stadtschreier. Muss den Hauptmann finden.
Hey, wie finde ich den denn? Muss ich mit denen reden? Du wirkst nicht wie jemand, der sich umentscheidet, Rotschopf. Über einen Gebirgspass im Nordosten komme ich zum Schnitt, sagtest du? Geh von Taltreff aus immer nach oben, bis sich deine Haut blau verfärbt. Entschuldigung, so, hier muss ich jetzt einen Hauptmann suchen. Tut es leid, dass dir Nora zugestoßen ist. Vielleicht hier nach oben? Wenigstens spielst du dich nicht auf. Vielleicht ist das ein Hauptmann, ich habe keine Ahnung. Okay, da kann man nicht reingehen. Das ist bestimmt nicht der Hauptmann. Seid ihr zuständig? Ich sei nicht der Hauptmann. Nein, das ist Hauptmann Balan. Ich bin sein Stellvertreter. Präfekt Said. Moment, ihr seid Said? Ah, du hast von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Ja. Die letzte Nora, die hier vorbeikam. Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Aha, interessant. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Mhm. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Interessant. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte lass es mich wissen. Gut, das wäre geschafft. Jetzt müssen wir zum einsamen Fels. Am Arsch der Welt, also machen wir wieder Schnellreise. Perfekt. Ey, dieses goldene Schnellreisepaket, ne? War Bombe. Ey, schon wieder nicht gespeichert. Was soll das? Ach Mann, hier war scheiße, als ich hier schon mal war. Da ich brauche Gesundheitspflanzen, wenn das geht. Nein, Gruselmusik, nicht gut. Auf die Metallscherben. Das war nun so eine Kackfeuerbrennung. Das muss der einsame Fels sein. Dann ist das jetzt aber Gesundheit. Muss ich sehr leise sein.
Das ist wieder Feuer brennt, scheiße. So, hier ist wieder Gesundheit. Hier auch. Einmal Fox on the Run. Fox on the Run. Ah, perfekt. Nochmal Gesundheit. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Mir ist langweilig. Halt, Fremde! Oh, nicht, dass ich jetzt angegriffen werde. Was machst du hier? Jagen! Ich bin schon den ganzen Tag hinter einem Sägezahn her. Tja, du hast die Spur wohl verloren, denn wir haben hier keinen gesehen. Und jetzt zieh weiter. Und zwar schnell. Okay. Tja, sie wollen nicht reden. Mal sehen, ob sie etwas verstecken. Sie schnüffelt hier rum. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Das Blut wird zu dir in der Sonne vergossen. Lasst mich nicht sterben. Davon werde ich mich nicht erholen. Das reicht wirklich. Ich bin erledigt. Ah, okay, das heißt, ich darf den Wagen nicht untersuchen. Dann werde ich angerufen. Gut zu wissen. Ich meine, woher soll man auch wissen, dass da Feindesgebiet ist? Sie wollen nicht reden. Mal sehen, ob sie etwas verstecken. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ich werde die Wachen bestimmt nicht so erlegen. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ich werde nicht sterben. Au, au! Ja, sorry. Na gut, mal sehen, was Said hier draußen versteckt. Ja. Ach, habe ich jetzt schon geschafft? Oh, hätte ich nicht gedacht. So. Erstmal hier einsammeln. Wow, der hatte nur Metallscherben für mich. Und der hier? Oh, interessant. Gesundheitstrank, perfekt. Das hier soll der einsame Feld sein. Ey, da ist ja noch was. Absolut kein Platz dafür. Absolut kein Platz dafür. Als ob es auch halb absolut kein Platz dafür gibt. Naja, egal. Ich denke, auf die höchste Stufe zu gehen, ist immer eine gute Idee. Naja, in dem Fall auch unnötig vielleicht. Achso, jetzt. Auf dem Wagen sind Ketten. Da untersuche den Wagen. Nicht nur Ketten, Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Mhm. Die Scheiße hätte ich jetzt nicht markieren müssen. Man kann die auch wirklich mal so live sehen. Trotzdem. Oh yeah, Gesundheitspflanze. Und noch eine. Die anderen Pflanzen interessieren mich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den Fuchs töten. Naja, egal. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, wir folgen weiter den Wagenspuren.